Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean The Last Hope. Ja, es geht weiter. Wir müssen jetzt hier weiter kämpfen. Ich habe glaube ich eine kurze 2-Minuten Pause gemacht, weil mein Programm muss erstmal das Video an sich rendern, kann man sagen. Und naja. Sehen wir mal, wie es weitergeht hier. Ich kämpfe gegen alle Gegner hier. Ich will mir schön viel Level Ups bekommen. Ja, das hat irgendwie geleckt. Komisch. Egal. So. Ich bin mal gespannt, was hier noch in Game so alles noch kommen wird. Ich weiß nur von ein bisschen irgendwie, was so passieren wird, aber genau weiß ich gar nichts mehr. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang, ne? Zu viele Wege gibt's hier, zu viele Wege. Schon kein Irrgarten, ey. Wow. Was bist du denn für ein Monster? Elf Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Cool. Verteidigungssamen sogar. Mega sexy. Dass wir das sogar hier bekommen. Hier, Verteidigungssamen. Ist hier 4... für immer auf Verteidigung. Boah, das ist viel, glaube ich, am Anfang. Ach du Scheiße. Das sind 8 Stück, habe ich bis jetzt gesammelt. Okay, glaube ich, hier unten müssen wir lang gehen. Aber das ist hier erstmal ein Speiser. Nicht ein Speiserpunkt, ein Heilpunkt. Wir sind jetzt komplett wieder geheilt. Komplette MP, komplette HP wieder. Wir kämpfen hier weiter, wir alles erkunden. Und ich hoffe jetzt endlich, dass ich die Sachen bekomme, von denen ich gesprochen habe im folgenden Part. Halt das kaputte Schwert und einmal das Reparatur-Set. Mal sehen. Da geht's noch weiter. Was willst du denn? Oh, hinter uns war auch noch ein Gegner. So viele Gegner. Aber wir müssen das machen, weil irgendwann müssen wir eh so viel kämpfen und naja. So. Naja, von der Grafik her kann ich sagen, ganz nett, aber naja, das war's aber auch. Okay. Wie kann ich da oben lang? Hallo Spinne. Eine Spinne. Hier. Irgendwie Fliege, keine Ahnung. Eine Wespe. Ja, Wespe. Oh, 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 oh. Verpiss das. Oh, oh. Oh mein Gott. Pure Zerstörung mit der Attacke. Nicht schlecht. Kommst mal hier hin? Hast du Bock gegen mich zu kämpfen? Ja, du siehst. Ja? Ja, komm weiter. Komm weiter. Wie haust du ab, Digga? Nein, nein. Ja, komm. Ja, du bist scharf auf mich. Ein Insektenarsch. Oh, ich glaube, das war gut. Weil wenn wir auch diesen Überfälle machen, dann bekommen wir auch generell mehr Erfahrung. Und Überfall? Och, leck mich doch, das war sowas von Überfall. Also das ist schon sehr genau. Ich drehe mich da mal um und... Oh, die paar Schritte. Oh mein Gott. So ein Dreck, ey. Aber ich glaube generell, wenn man... wenn man
schon die Tafel voll hat, brauchen sie sich nicht darauf zu konzentrieren, weil die Arbeit, so einen Überfall zu bekommen, ist meist schwerer. Ist meist schwerer und hat mehr, also bringt mehr Zeit in Anspruch als das normale Kämpfen. Ich hoffe, ihr habt auch schon was irgendwie sagen wollt, gerade mit meinem komischen Deutsch. Sehen wir was? Oh, ein Gegner. Hab das Gefühl, dass das Reparaturen-Set und die anderen Sachen bekommen ist wohl nicht so schnell. So, wir wollten euch. Wollten wir was craften? Mann. Windstein. Ja, den brauche ich auch. Also den Windstein brauche ich für das Craften hier. Den Windstein, ein kaputtes Schwert und Reparaturen-Set. Die drei Sachen brauche ich auch. Den Gegner. Ja, rein da. So, du bist down. Er ist down und... Ja, Miss Raimi angreifen bitte. Nein, das machst du nicht. Gut. Oh, macht hier Raimi hier einen auf, hier, Werte von Tekken. Law, genau, hier. Ich kenne doch einen alle so. War das Law oder? Oh, das war doch der von Tekken, ne? Halt dieser komische Japaner oder so. Chinesisch war das. Der immer so, hi, hi macht. Der irgendwie im hier Restaurant oder als Taxifahrer so gearbeitet hat, ne? Und der hat auch diesen hier Salto-Moves gemacht, ne? Wo noch hier diese ganz krasse Attacke macht, irgendwie, wo er so ein Gegner so mit der rechten Faust richtig so im Magen reinschlägt, ne? Und der Gegner, glaube ich, so 70% Life dann verliert, ne? Wo man sich denkt, boah, what the fuck, ey, was ist das denn? Ja, ich mag Tekken. Ich finde Tekken cool. Also, als kleines Kind hatte ich Tekken 2 und ich hab's geliebt. Angriffssamen. Bekommt Raimi. Raimi ist meine kleine Süße. Ich liebe Raimi. Ich bin unsterblich in sie verliebt. Sie bekommt Angriffssamen. Ihr könnt den Edge geben. Klar. Könnt ihr schnell die Gegner plätten. Aber das ist auch ein Teamspiel. Kann man sagen. Oh Gott. Oh Gott, lass mir doch mal in Ruhe. Alter. Bin ich jetzt die ganze Zeit vergiftet? Das wäre natürlich sehr kacke. Yeah. Das hält sogar über den Kampf an. Giftheilung. Haben wir 20 Stück, also Max. Ich glaube, hier ist 20 Stück das Maximum der Items. Ja, wieso nicht eigentlich, ne? Hier haben wir unseren Sachen da, so, ne? Naturwasser. Mhm. Versogener Rückenschild. Aha. Sogar, es bringt sehr viel. Okay, von wem bekommen wir das? Achso, hier ist wieder der Speicherpunkt. Waren wir hier schon? Waren wir wohl. Okay, hier gibt es kein Item. Okay, wir waren hier, dann waren wir da. Wir müssen noch bei der rechten Seite hin. Waren wir hier schon? Na komm, Gegner. Die Orientierung fehlt mir hier noch ein bisschen im Game. Da ist zum Beispiel das ein bisschen einfacher bei Tales of Great SF. Weil da ist die Orientierung relativ einfach, denn... Ich weiß nicht, generell sieht die Overworld da halt für mich einfacher aus zu verstehen. Ich weiß, okay, da war ich schon mal, ne? Okay, dann da lang, ne?
Aber hier, ich guck da lang, ne? Dann guck ich hier lang. Sieht fast gleich aus für mich dann, ne? Keine Ahnung. Habe ich von ihm den Gegenstand bekommen? Weil das sind ja so krasse Gegner, ne? Wow, Waymi. So. Gegenstände? Was ist jetzt umsonst? Okay, das ist natürlich ultra scheiße. Sowas von behindert. Na, ah, weggeballert. Wenn man mehrere Gegner, glaube ich, auf einmal killt, dann bekommen halt diesen Goldbonus. Das ist mir gerade so aufgefallen, wo ich gerade die beiden Schleimer auf einmal gekillt habe. Und den HP-MP-Bonus, das weiß ich nicht. Und ja, die anderen beiden Sachen, die habe ich schon ein paar vorher erklärt. Ich bekomme hier nichts. Wie behindert. Was? Da war gar nichts? Nein, Gegner. Den muss ich noch angreifen. So, komm her. Okay, das ist echt behindert. Oh. Not even close, baby. Ah, ich mag auch die Synchro hier. Ich weiß nicht wieso, die japanische Synchro gefällt mir. Ich habe das früher auf Englisch immer gespielt, weil, keine Ahnung, es hat noch nichts so was mit Japan zu tun gehabt, ne? Also fand es noch nicht so atemberaubend, das Japanische, ne? Und naja, dann habe ich mich lange dafür interessiert. Dann habe ich es mal wieder das Game gespielt, aber ich habe das Game halt nur auf Englisch gekannt und es war für mich normal, das zu verstehen, ne? Und dann auf einmal die japanische Stimme, dann. Da sagt ihr so, oh ne, das hört sich ja für mich voll komisch an. Der muss die englische Stimme haben, so wie ich es kenne von ihm, ne? Aber jetzt, wenn man das länger nicht gespielt hat, dann ist die japanische super. Also wirklich. Ah, Level 9. Oh, Stil Level 14. Schön, Waymi. Okay, wir müssen, glaube ich, jetzt zur rechten Seite lang, soweit ich noch weiß. Deswegen gehen wir links rauf. Oh, eine Krabbe! Hallo, Krabbe! Ich mag dich. Ich liebe Krabben. Ich finde Krabben cool. Also kann auch in Pokémon. Ich finde Krabby cool. Ich finde Krebskor. Ja, ganz. Ja, den auch ganz nett, aber naja. Und es gibt ja jetzt eine neue Krabbe irgendwie, ne? Oh, Level 9, Raimi. Schön, schön. Hängst nur ein Tick hinter in der Edge. Wollte doch Aspel sagen. Ach Gott. Ah. Los, find was Schönes hier, Waymi. Komm, mach mich glücklich. Seetank. Ja, gut. Seetank brauchen wir sogar mal. Zum Craften von Waymi, weil sie kann halt beim Craften kochen. Und das ist auch sehr gut, was sie da herstellt. Von daher. Na, wollte mich hier angreifen. Ich will auch versuchen, beim Craften alles zu bekommen. Also ich will auch alles craften einmal. Bei ein paar Sachen sind es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also ein paar Sachen, die zu craften. Holla, die Waldfee. So, nach Rückenschild, Seetank. Okay. Nur noch meine Sachen nicht. Die bekommt wohl erst später zum Craften. Doof!
Ich muss kurz was sehen. Also, ihr werdet jetzt leider sehen, was der nächste Boss ist. Aber ich muss es erst kurz erklären, ja? Warte mal. Das heißt nicht, glaube ich, oder? Nee. Rezeptoren, Zusammenfassung ist. Nee, Aufträge, nee. Sammlungen da. Monster, okay. Die haben wir zu 100%. Können wir das irgendwo sehen? 100%? Ja, da analysiert 100%. Fledermäuse zu 93%. Müsst auch noch wieder mal auf 100% kommen. Die Dingsteile auf 100%, die auf 27%. Können wir sehen, wie viel Erfahrung die bekommen. Also die Fledermäuse 2, die 3 sogar, die Krabben 4. Aha. Ah, und von dem bekommen wir diesen Rückenschild, Insektenbein von denen und Eisen. Ui. Holla. Geil. Insektenbein, Insektenei, okay. Okay, Eisen von denen. Nicht schlecht, die brauchen nämlich viel Eisen. Okay, merke ich mir. Seetank. Das ist der Boss. Wir haben ihn zu 30%. Das heißt, wir müssen noch ein paar Mal gegen ihn kämpfen. Ja, das ist schon das andere, was noch kommt. Die normalen Gegner auf der anderen. Ja, die kommen später noch. So. Dann rate ich mal, man bekommt pro Kampf 15%. Halt mal grob so geraten. Die Krabben sind cool. Die geben voll viel Erfahrung. Das heißt eigentlich, wir müssen. Mal kurz nachsehen. Keine Ahnung, wie oft mal gegen den kämpfen. 2, 4, 5. 5 Mal, glaube ich. So grob. Ha. Gerade am Überlegen, ob ich es auch 100% bei den Monster mache. Weil ich möchte gerne schon alles vom Game zeigen und am Ende so sagen: So, ha, ich habe alles gesammelt, ich habe. Alles gecraftet ist, habe alles 100% bekämpft. Das wäre schon cool. Das wäre sehr cool. Ja, den müssen wir hier ansprechen, den Typen. Aber jetzt kein Save Point. Was soll der Scheiß? Boah, verdammt nochmal ein Save Point. Verdammt. しっかりしろ。他の船も到着したのか。 気をつけろ。本当に恐ろしいのは虫ではない。海に不時着した我々は上陸後周囲を探索しあれを見つけた。あれって一体何を。隕石のかけらだ。隕石。我々はそれを船に持ち帰り調査をしていた。だがそれがあんなことに。だから俺は船を爆破した。あなたが船を爆破。それしかなかったんだ。なんで仲間同士が。仲間同士って他のクルーはどうしたんだ。
気がつくな。あれは危険だ。何があったんだ、エッチ。大丈夫です。もう喋らないでください。この星は危険すぎる。君たちも早く。なんだあれは。見たことがないぞ。ああ、乗り物みたいだけど。この方は、あの船の。あの、他の方々は。そうですか。エッジさんとレイミさんですよね。もしかして言葉が通じていませんか。翻訳機の調子がおかしいのかな。いや、ちゃんと通じてる。グラフトンさんからの要請でお迎えに上がりました。船長から。危ない。なんだこいつは。わかりません。ですがあまり友好的には見えませんね。ああ来るぞ、気をつけろ。 OK, da ist der Boss.平常心で戦えば何とか。Ja, man muss den Boss nehmen, ist diese Blindzeit zu fügen. Da ist er auf dem Boden und dann kann man schön draufkloppen.Ja, und die Bonuswaffe bricht sehr schnell bei Bossen. Oh, schön. Oh, das war ein schöner Blindside.Ja. Bam, bam, bam.Oh, schnell. Ja, oh, damit jetzt verstärkten Angriff hier. So.Schon außen rumlaufen. Aufpassen. Face ist tot.Oder nee, ich glaube, er hat noch ein bisschen HP.
Ja, okay, wir haben es sogar geschafft. Erfahrung haben wir ganz gut bekommen. Leider sind jetzt ein paar Punkte bei uns kaputt gegangen, bei der Bonustafel. Ach, du bist ja Level 0. Okay, das ist schade, weil bei vielen Games ist es so, dass das Level sich orientiert, also von den neuen Partymitgliedern, an euer Level. So ist das immer. Also sag, ist now, bin Level 30 und bekomme das neue Partymitglied, Abonnent 73. Dann ist Abonnent 73 immer das zwei Level unter mir, heißt Level 28. エレーミアのこととエルダー人のフェイズシッファーベレスです。エルダー人？そうですね。お二人が分かりやすいよう簡単に言えば、いわゆるエイリアンというやつです。エイリアン？もしかして船長たちが言ってた彼らって、君たちエイリアン、エルダー人だったってことか。僕たちエルダー人は十数年ほど前から地球人と接触していました。はじめは観測信号の混線から、その後正式に互いの存在を認識したんです。これに関しては機密事項として扱われていたので、お二人が知らなかったのも無理はないと思います。そうだったんですか。僕たちもあなた方と同様、宇宙開拓の最中でした。それで偶然この辺りの星系を探査していたところ、地球のUSTA 本部より救援要請が入ったので急行した次第です。天文学的確率ね。ああ、本当にありがとう。僕はエッジ・マーベリック。エッジでいいよ。レイミ・サイオンジです。私のこともレイミと。こちらこそよろしくお願いします。エッジさん、レイミさん、まずここで起きたことをグラフトン船長に報告しよう。ではお送りしますので、これにお乗りください。ありがとう。でももう少し周辺を調査しながら戻ろうと思うんだ。わかりました。では僕もお供しましょう。でもそれは、ああ、ソルのことですね。これでしたら。これで僕の脳波とシンクロするので、単独でも帰還できます。すごいな。やっぱり違う星の人なのね。それでは行きましょう。Face hat die Gruppe angeschlossen. Yay! Meteor Fragment. Juhu, wir haben Face bei uns. Ich glaube, da hinten geht schon wieder zurück. Erstmal kurz mein KP sehen. Ja, müssen wir uns ein bisschen heilen. Blaubeeren haben wir ein paar Stück. So. So. Ich sage dann mal, ich werde hier alles clean machen. Und dann gehen wir dann hier rein wohl. Oh, da ist was. Ja, ich werde die ganze Gegend hier noch kurz offline erkunden. Also nicht die Höhle, sondern hier diese Gegend am Strand. Werde hier alles noch bekämpfen. Und ich sag dann, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ach ja. Oh Gott, bin ich doof. Der Trick, ne? Ich habe ja von großartigen Trick erzählt, wie ihr die Sammlungen auf 100 bringt, auch bei den Bossen, ne? Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt wo ist der? Da, ihn auf 60%.
Sogar 30% nur. Das heißt, ich muss zweimal gegen ihn kämpfen. Das ist ganz einfach eigentlich. Ihr müsst praktisch einen Speicherstand haben, der in dieser Nähe ist. Immer wieder den Boss bekämpfen. Immer ihn töten. Dann halt... Und dann habt ihr die Daten. Ganz einfach, weil das ist irgendwie... Also müsst ihr noch irgendwo speichern, ne? Und dann würde es halt so einen Speicherstand machen, wo er nur diese abgespeicherten Sachen habt, ne? Und sobald er gespeichert hat, wird alles irgendwie, die ganzen Daten halt in euren Account halt mit einfließen. Das heißt, ihr praktisch da wieder 30%, dann irgendwann 100%, ne? Und dann geht ihr wieder auf euren normalen Spielstand und seht da, ja, auch 100%. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach vor dem Boss immer abspeichern, den immer wieder machen, dann halt immer wieder laden den Boss, ne? Immer wieder machen. Ja, und immer wieder halt auf einen Slot, den er dann bestimmt, ne, so wie Slot 5 wär's bei mir, ne, mach ich dann. Wo ich dann sage, okay, da speise ich mal ab, da sage ich dann, da habe ich den Boss geschafft. Das ist eigentlich ganz einfach und man bekommt halt dann auch noch so gute Sachen. Ich sag dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Nau Amagi.